Ja, setzt euch. Kann mal jemand aufstehen? Hier sind doch Leute. Ich brauch's eigentlich gar nicht. Ich brauch's nur für Fragen nachher. Du kannst auch gerne den Stuhl hier haben. Den braucht ihr nicht. Aber wir haben draußen im Flur stehen noch ein paar Stühle. Ich weiß nicht, ob die vorgesehen für hier, aber es holt euch die einfach. Verstehst du mich denn wenigstens? Aufnahme geht ja schon los, ist alles drauf auf dem Video, ne? Ja. Aber egal, passt schon. Jetzt war es interessant. War interessant? Super, ne? Ja gut, dann fangen wir mal an. Ich möchte heute euch ein bisschen was erzählen über JLayout Overrides, allgemein das Override-System in Joomla. Da haben wir drei verschiedene, die es gibt. Und das Thema beschäftigt mich halt in den letzten zwei Jahren schon relativ lange. Ich habe früher viel mit Seeblot und sowas gearbeitet. Und mittlerweile mit den Override-Systemen von Joomla kann man schon relativ viel rausholen aus Joomla. Und ich warte noch mal kurz. Okay. Also man kann relativ viel rausholen mit dem Override-System von Joomla und das will ich euch jetzt noch kurz ein bisschen erklären, wo das alles ansetzt in Joomla und dann zeige ich euch am Ende noch mal kurz ein paar Beispiele, die ich gemacht habe. Kurz zu mir, ich bin freiberuflicher Webentwickler in der Nähe von Hamburg. Mit Joomla beschäftige ich mich jetzt ungefähr seit 2009 und meinen ersten Joomla Day hatte ich 2011 in Hamburg. Da bin ich das erste Mal gewesen, habe dann David und so kennengelernt und Frank. Und kurze Zeit später, 2011, bin ich dann auch den J&B und e.V. beigetreten und das war dann in Berlin. Das wollte dann auch schon zu mir reichen. Ja, wenn wir uns Joomla angucken, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Meistens kommt der Code nämlich so raus, wie wir ihn gar nicht haben wollen. Und da eignet sich hervorragend halt das Override-System. Und wenn man halt den Code früher geändert hat, dann hat man zwei Methoden gehabt. Und zwar einmal den Core-Hack, man hat sich einfach eingewählt in das System mit dem FTP-Programm, hat geguckt, an welcher Stelle ist der Code, den ich gerne ändern möchte. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte den Titel in der H1 ausgeben im Content-Bereich und ist dann reingegangen beim FTP-Programm, hat es abgespeichert und der Nachteil war halt dann, wenn wir ein Update eingespielt haben, waren unsere Änderungen weg, weil sie halt im Core drin waren. Und ja, deswegen sollte man Core-Hacks nicht mehr machen. Zum Glück hat Joomla halt jetzt ein Override-System, das gibt es seit der Joomla-Version 1.5, glaube ich, das Override-System. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen halt die helle Seite der Macht und das Override-System ist ein bisschen wie R2-D2, spricht relativ viel Sprachen, hat viele Tools und gucken wir uns das mal genauer an. Ist voll hier durch. So sieht das nämlich aus, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Standardartikel haben. Wir haben oben die Headline, wir sehen unten, wer hat den Artikel geschrieben, wir haben hier die Beschreibung und die Icons. Und jetzt kommen wir auf die Idee und wollen irgendwie ein anderes Icon oder sowas haben oder die Überschrift soll woanders hin und wir haben vielleicht noch ein Intro-Bild, das soll unten hin oder sowas. Dann ist man halt, kann man halt jetzt reingehen und sich dafür ein Override erstellen. Und dafür müssen wir jetzt halt erstmal wissen, welche View haben wir hier überhaupt? Was für eine Ansicht wollen wir hier überhaupt bearbeiten? Und dafür gehen wir am besten in das Menü rein. Und zwar, wenn wir ein neues Menü erstellen, sehen wir alle Komponenten-Views, die es gibt. Das, was wir nämlich behandeln, sind Komponenten-Overrides. Und wenn man jetzt halt hier mal reingeht in das Menü und sagt, ich will den Menütypen aus, dann kriegen wir ja diese Ansicht. Ist die jedem bekannt hier, die Ansicht, wenn ich einen Menüeintrag anlege? Und wir erstellen jetzt zum Beispiel einen einzelnen Beitrag und dann kriegen wir ja diese Ansicht hier angezeigt, wo wir einmal hier unten den Beitrag auswählen können. Und wenn wir hier unten in dieses schreibgeschützte Feld gucken, Link, und dann ganz rechts rüber scrollen, kann man das sehen, dann sehen wir hier unten View Article. Dann wissen wir, welche View müssen wir bearbeiten und wofür müssen wir unseren Override erstellen. Das notieren wir uns, den View-Namen. Und gehen dann halt dementsprechend in unser Template, wo wir den Override erstellen möchten. Und hier haben wir das Protostar, da gehen wir halt auf Erweiterung, Template
und dann klicken wir auf den Namen Protostar. Wenn wir auf den Protostar-Namen geklickt haben, kommen wir in den Template Manager. Den gibt es, glaube ich, seit Version 3.2. Und da klickt man dann auf Overrides erstellen und sagt dann da entsprechend com Content Article. Wir haben ja den View Article eben gerade uns rausgesucht, wofür wir einen Override erstellen wollen. Und klicken dann halt auf Article. Was dann folgendermaßen nämlich passiert in Joomla, ist, dass wir dass Joomla für uns halt den Override erstellt. Und wir sehen dann dementsprechend halt in dem Ordner, zeigt er uns hier an, hier oben sehen wir, okay, in dem Ordner Template, Protostar, HTML, com Content, Artikel, hat er uns jetzt den Artikel Override angelegt. Und das hat einfach folgenden Grund, also es ist eine schöne Lösung, früher musste man halt reingehen und ist dann halt reingegangen in sein Programm, hat geguckt, welchen Override will ich erstellen, ist dann halt unter Components, com Content gegangen, unter Artikel, Template, hat sich den View rausgesucht, hat dann in seinem Template den Ordner HTML angelegt, hat dann dort com Content, Artikel angelegt und dann die Default-PHP da reingeschrieben. Und das musste man früher alles per Hand machen. Und das Schöne ist jetzt halt, das hat Joomla für uns übernommen. Und wenn wir uns jetzt angucken, was ist da passiert, dann hat er uns in unserem Template-Ordner das, was wir händisch früher machen mussten, automatisch angelegt. Und für uns ist in den meisten Fällen immer interessant die Default-PHP. Und da, wenn wir uns jetzt reingehen, ist die Default-PHP eine 1:1-Kopie von den Core-Dateien von Joomla. Und das ist halt jetzt, wie gesagt, die Default-PHP aus der Com-Content-Artikel, die wir bearbeiten wollen. Wir wollen vielleicht, keine Ahnung, die Headline oder sowas in eine. Das ist jetzt nicht wichtig, was hier steht. Das soll einfach nur symbolisch darstellen, dass es eine 1:1-Kopie ist. Und wir wollen jetzt meinetwegen eine Headline zum Beispiel ändern oder wir wollen eine CSS-Klasse oder sowas ändern. Dann können wir halt diese Datei nehmen und die ist halt update-sicher. Das heißt, wenn wir irgendwelche Updates einspielen und den Override in unserem Template drin haben, sind wir auf der sicheren Seite, wenn wir Joomla updaten, in den meisten Fällen. Ich sage mal zu 99%. Es gibt aber auch manche Fälle, wenn man Joomla updatet, dass der Override vielleicht doch nicht funktioniert. Aber in den meisten Fällen funktioniert das. Ich muss ein bisschen runterfahren, ich bin zu schnell. Ist jeder soweit jetzt erstmal mitgekommen? Ja. Ja? Das heißt, wenn es nicht funktioniert. Wie bitte? Problem, glaube ich, sind ja die Erweiterungen. Die ändern gerne mal irgendwelche. Ja, also, aber das sind jetzt halt erstmal die Component Overrides. Hat das jeder bis jetzt so verstanden? Oder bin ich zu schnell gewesen oder so, dann müsst ihr das sagen. Spricht einfach dazwischen. Ne? Ich habe noch genug Zeit. Wir sind auch gleich schon mit Component Overrides durch. Das Gleiche funktioniert im Prinzip auch mit den Modulen. Module kann man auch einfach in den Template Manager reingehen, auf Overrides und legt sich dann halt. Sucht sich das Modul raus, was man bearbeiten möchte und klickt darauf und dann erstellt halt Joomla für einen auch selber in dem Template-Ordner wieder den Override dafür. Hier haben wir mal so ein kleines Beispiel und zwar habe ich hier so eine Art News-Modul gemacht und zwar wollte ich die letzten News irgendwie angezeigt haben. Dafür habe ich mir dann halt einfach das Modul genommen, mod article latest, also latest article. Das ist ein Modul, was aus einer bestimmten Kategorie die letzten Beiträge anzeigt. Und wenn wir uns das angucken, was ich da gemacht habe, dann sehen wir hier oben das Datum, den Titel, den Intro-Text und hier unten haben wir noch so einen Link, der gesetzt worden ist. Und dafür bin ich dann halt auf den Template Manager gegangen, habe mir einen Override erstellt für mod article latest, news php. Und wenn wir uns jetzt die News-PHP, also für jeden, der das sehen möchte, die Präsentation ist nachher auch online, der kann dann hier mal gucken, welche Datei wir uns jetzt gleich angucken werden. Das steht da unter immer. Ne? Und wir sind jetzt in dem Template Protostar, haben uns ein Override angelegt für Mod Article Latest. Und wenn wir uns jetzt die News-PHP angucken, ist das überhaupt lesbar? Naja, also. Das ist jetzt ein Auszug, was in der News-PHP drin steht. Da habe ich jetzt einfach vom Protostar das Bootstrap 2.3 genommen. Das sieht man hier an den hässlichen Klassen hier. Und hier sehen wir dann halt auch, dass er an der Stelle oben,
Ist auch für das Video, die sehen das ja nicht mit dem Laserpointer. Von daher, also wir haben an der fünften Zeile, sehen wir, dass ich da das Datum nehme, hole mir aus dem Item das Created, formatiere das nach Tag, Monat, Jahr. Und das ist das, was wir hier oben gesehen haben. Dann gebe ich als nächste Stelle daneben halt den Titel aus und unten generiere ich mir halt einfach aus dem Intro-Text den Text und unten mit Item-Link lasse ich mir den Link ausgeben. Und schon habe ich sozusagen aus dem Mod Article Latest mir ein News-Modul gemacht, wo ich die letzten News irgendwie angezeigt bekomme. Dafür gehe ich dann halt einfach in Beiträge, lege mir eine Kategorie an, meinetwegen News, und erstelle da Beiträge und die lasse ich da einfach ausgeben. Und jetzt haben wir halt, wie gesagt, uns ein alternatives Layout angelegt. Wenn wir uns nochmal zurückgehen, dann sehen wir, dass wir hier die Datei, das habe ich vergessen zu sagen, das hole ich mal kurz nach. Und zwar haben wir hier in Article Latest, würde ja normalerweise Default stehen. Das habe ich umbenannt, um mir ein alternatives Layout anzulegen. Und zwar habe ich hier dann geschrieben News und dann kann ich nämlich über Module, wenn ich da reingehe und das anlege, über Erweitert mir ein alternatives Layout auswählen. Und so kann ich halt das Modul Mod Article Latest für verschiedene Anwendungsfälle nehmen. Ich könnte damit auch einen Slider machen, zum Beispiel. Oder kann ich nachher nochmal zeigen, was man da alles mitmachen kann. Und da wählt man dann unten aus den Override, den wir uns angelegt haben, News, und sind dann dementsprechend damit fertig. So sieht das dann aus. Ja, als nächstes haben wir auch alternative Layouts, die gibt es nicht nur eben halt bei Modulen, sondern auch in Kategorien. Wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich will eine Kategorie haben und ein Glossar zum Beispiel. Ich habe eine Liste aller Beiträge, dann lege ich mir zum Beispiel eine Kategorie Glossar an mit Unterkategorien A, B, C, D, E, F, G und packe dann immer zu den einzelnen Buchstaben Artikel rein, die eben halt den Bezeichner eine Bezeichnung irgendwie schreiben. Keine Ahnung, A, Auto oder sowas heißt dann der Titel von dem Beitrag und die Beschreibung ist dann halt die Wortbeschreibung. Und so schon hätte ich halt ein Glossar gemacht. Dafür brauche ich dann keine Dritterweiterung oder sowas installieren. Dann gibt es das Gleiche auch bei den Beiträgen und das wird am meisten genutzt, Beiträge-Layouts. Und ja, wenn wir uns da nachher nochmal mehr beschäftigen, das zeige ich in einem Beispiel. Und zwar kann man halt, wenn man einen Beitrag anlegt und sagt, den möchte ich vielleicht speziell anzeigen, dann lege ich mir halt von dem Artikel PHP eine zweite Kopie an, nenne die um und sage vielleicht Glossar oder sowas, dann würde ich hier unten das drinnen stehen haben und könnte für den Artikel eine extra View auswählen. Ich kann das Ganze aber noch weiter auf die Spitze treiben bei den Beiträgen. Jeder fragt sich wahrscheinlich, was mache ich mit Link A und was mache ich mal mit Link B? Die werden eigentlich nirgends so wirklich ausgegeben. Und jetzt kann man zum Beispiel mal sagen, Kunde XY ruft an, ich brauche einen Beitrag mit einem Subtitle oder sowas. Dann gehe ich halt rein, nehme mir eine Kopie von einem Artikel, sage, okay, in Link A schreibst du dein Subtitle rein, dann baue ich in HTML das zusammen, gebe ich unter dem Titel halt Link A aus als Subtitle, das muss er ja nicht wissen, und sage ihm nur, er soll bei dem alternativen Layout das Layout Subtitle auswählen. Und dann hat er dementsprechend halt eine Ansicht von einem Artikel mit einem Subtitle. Hat das wieder soweit begriffen? Kommt jeder mit? Nee? Nee? Das bitte nochmal. In welcher HTML schreibst du dann? Also, wenn wir mal zurückgehen. Wenn ich jetzt, hier habe ich ja eben gerade ein Artikel-Overlay angelegt für Artikel. Na? Da ist er ja reingegangen und hat mir in dem Verzeichnis die Default-PHP angelegt. Wenn ich die jetzt kopiere und nenne die auch noch um in, was weiß ich, Subtitle-PHP und schreibe mir da meinen HTML-Code rein mit dem Subtitle, dann kriege ich in dieser Ansicht nachher hier unten, da bei Beiträge, wenn ich darauf klicke, genau das gleiche zu sehen wie hier, News, würde denn da Subtitle stehen. Und dann könnte ich bei dem Beitrag sagen, jetzt springe ich relativ schnell hin und her, bei dem Beitrag würde dann hier unten Subtitle stehen. Dann kann ich das auswählen und kann explizit zu einem bestimmten Artikel sagen, da möchte ich jetzt ein Subtitle, das Subtitle-Layout haben. Das ist das Gesamtlayout mit einem Subtitle. Ich habe es eben nicht verstanden. Das ist das Gesamt... Das Subtitle eingeführt, sondern
Nee, das Gesamtlayout, also mit Intro-Text, mit Icons, das ist dir überlassen, was du da reinschreibst. Du kannst auch nur den Subtitle ausgeben lassen. Aber das ist halt eine Kopie von dem Standard-Core und da kannst du das dann halt reinschreiben, wie du es möchtest. Ja, Felder. Ich überspringe das jetzt nicht. Schön wäre es natürlich, wenn hier irgendwann auch mal Subtitle steht, statt Link A. Sonst ruft der Kunde an, wo soll ich nochmal den Subtitle reinspeichern? Und dafür kommen wir zu dem nächsten Thema, und zwar Sprachovervrides. Sprachovervrides ist eine Override-Art, die überhaupt gar nichts mit Design zu tun hat, sondern damit kann ich halt Ausgaben, die Joomla ausgibt, überschreiben, anders machen. Das heißt, wenn wir uns das mal angucken, haben wir als nächstes zum Beispiel das Login-Modul und da unten steht angemeldet bleiben. Und jetzt sind wir eine hippe Firma oder was weiß ich und wollen haben, keine Ahnung, denk an mich oder sowas, statt angemeldet bleiben, dann ist man halt reingegangen früher und hat sich den String ausgesucht, hat das in der Core-Datei umgeändert und wenn irgendwann ein Update kam, war das wieder weg. Also gibt es seit, ich glaube 2.5 oder sowas in Joomla, gibt es die Sprachovervrides. Dafür gehen wir unter Erweiterung auf Sprachen, klicken unten links auf Overrides auf den Submenüpunkt, klicken dann auf Neu und kriegen dann diese Ansicht. Die ist unterteilt in zwei Bereiche. Im rechten Bereich haben wir eine Suche, die sieht man jetzt sehr schön, kann man nicht so wirklich erkennen, aber Folgendes passiert. Dieses Feld hier ist leer. Und da habe ich jetzt zum Beispiel angemeldet bleiben reingeschrieben, weil das ist das, was wir hier übersetzen wollen. Dann klicke ich auf Suchen und Joomla durchsucht alle Sprachdateien nach diesem Vorkommen. Und jetzt haben wir leider drei Ergebnisse, die es gibt, die angemeldet bleiben heißen. Und da ist jetzt halt so ein bisschen die Kunst zu wissen, welchen Sprachstring will ich jetzt oder welchen Sprachschlüssel will ich jetzt überhaupt überschreiben. Und wir haben hier unten steht mod login als Präfix, also weiß ich, okay, ich will jetzt eigentlich das Modul mod login bearbeiten. Also wähle ich den aus und dann macht Joomla Folgendes, also wenn ich hier raufklicke, dann füllt er hier rechts, da steht Sprachschlüssel, füllt er automatisch den hier aus. Füllt den da ein und dann kann ich hier meine Übersetzung reinspeichern. Da steht jetzt, was weiß ich, denk an mich. Ne? Sprache ist Deutsch und der Bereich hier oben ist Site. Und wenn ich dann auf Speichern klicke, dann hat er es angelegt und wenn ich mir das vorne im Frontend dann angucke, steht da nicht mehr angemeldet bleiben, sondern denk an mich. Und das Gleiche habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht. Ich habe ja eben gerade gesagt, wäre ja schön, wenn da nicht Link A steht, sondern Subtitle. Also habe ich eben gesucht, okay, wo steht Link A? Und habe einfach die Übersetzung reingespeichert, habe das ausgewählt fürs Backend. Und dann hat der Kunde halt statt Link A steht dann halt Subtitle. So weiß er, okay, da speichere ich den Subtitle rein. Das heißt, Sprachovervrides können wir sowohl für die Startseite, also für die Frontends-Ansicht, als auch für das Backend anlegen. Dann sind wir bei den J-Layout-Geschichten. J-Layout. J-Layout, wenn man das auch das erste Mal sieht, keine Ahnung, wir haben jetzt hier die Ansicht Artikel und da gibt es ja oben immer diese bescheuerten Icons, drucken, E-Mail versenden, bearbeiten oder sowas. Das rendert halt Joomla mit so einem J-Layout-Helper-Renderer. Warum ist Layout überhaupt entstanden? Das hat einfach den folgenden Grund. Wir haben, früher war das so, Copy und Paste, man hat den HTML-Code gehabt, hat den an verschiedenen Dateien gehabt. Insgesamt sind das, glaube ich, ich habe das mal ausgesucht, wo das früher drin waren, hatten wir das in der Artikel-Kategorie und in Featured-Artikel. Da stand überall der gleiche HTML-Code drin. Das heißt, wenn man irgendwas mal beändern musste im Core, musste man an diese drei Dateien reingehen und hat dort den Code verändert. Und jetzt ist man auf die Idee gekommen, wir wollen ja nicht so viel machen, also uns wiederholen und den Code kopieren, sondern wir wollen ihn an einer Stelle zentral haben. Und dafür hat man JLayout integriert in Joomla. Das heißt, mit JLayout Render Helper rendern wir einen bestimmten HTML-Code rein. Ihr müsst das euch so vorstellen, dass in dem Bereich anderer HTML-Code reinkommt. Das wird einfach replaced an der Stelle. Das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Und zwar funktioniert das folgendermaßen.
Wir sagen JLayout Helper Renderer, sagen Joomla Content Icons, das ist dieser Bereich, der ist wichtig. Oh, das sieht man gar nicht, ne? Also dieser Bereich ist sehr wichtig. Da sagen wir Joomla Content Icons. Möchte ich jetzt gerne rendern. Und diese Punkte sind Unterordner, also Geschichten. Das heißt, Joomla ist ein Ordner, Content ist ein Ordner und die letzte Spalte Icons ist die Datei, die da eigentlich reingerendert werden soll. Wenn wir das jetzt uns im Finder angucken, dann hat Joomla, wir haben links komplett die ganze Joomla-Geschichte, den ganzen Ordner, da gibt es einen Ordner, der nennt sich Layouts. Und in diesem Layout-Ordner haben wir halt den Ordner Joomla Content, das haben wir eben gerade ja gesehen, den wollen wir ja haben, Joomla Content Icons. Und in dieser Icons.php steht unser HTML-Code, den wir an der Stelle ausgeben wollen. Und die Sachen, die in dem Layout-Ordner drin stehen, die können wir auch überschreiben. Da können wir auch Sachen ändern, wie wir wollen. Und das Ganze können wir auch über das Template-Manager, gehen wir hier auf die Layout-Geschichten, drücken da drauf und Joomla legt uns dann halt den Override an in dem Template-Ordner. Und zwar, ja, das, also er würde dann reingehen, legt in dem HTML-Ordner, in dem Template einen Ordner hat Layouts an, Joomla Content Icons. Und wenn jetzt der Joomla Layout Renderer nach Content sucht, den er überschreiben kann, dann gibt es 4 Abläufe, wo er sucht. Und zwar, ich mache mal kurz einen Break und frage erstmal, kommt da jeder mit? Hat das jeder verstanden, was da überhaupt passiert? Wahrscheinlich ja, nein? Ja? Okay. Und zwar ist es bei JLayout ist das so, dass wir nicht nur den Template Override haben, sondern wir können die Layout-Geschichten an verschiedenen Stellen überschreiben lassen. Und da macht Joomla Folgendes. Joomla guckt halt an der Stelle, wenn dieses JLayout Render Helperer geladen wird an der Stelle, guckt er an 4 Stellen, ob ich da irgendwelche Overrides habe, bevor ich überhaupt den Core-Kram lade. Das heißt, er geht erstmal rein, guckt in unserem Template, das heißt jetzt hier mein Template, guckt dann in den HTML Layouts und guckt hier, das da kommt Content, habe ich da einen Override für die Icons. Hat folgenden Grund, wir haben ja vorhin gesehen, dass Icons an mehreren Stellen vorkommen, in mehreren Komponenten. Am bestes Beispiel ist zum Beispiel Text. Text kommt, glaube ich, bei Weblinks drin vor, im Com-Content. Wo noch? Hat da irgendjemand eine Idee? Schlagwörter? Also die können wir uns an verschiedenen Stellen ausgeben lassen. Jetzt sagen wir zum Beispiel, ich möchte in Com-Weblinks einen Override erstellen für die Ausgabe für Text, aber nicht in Com-Content. Dann kann ich mir halt einen Komponentennamen angelegen lassen, der dann com-weblinks heißt und dann greift mein Override nur für die Komponente, nicht für alle. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz cooles Feature, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht ein globales Override erstellen, kann ich halt einfach in meinem HTML-Ordner, in meinem Template, in dem Ordner Layouts den Override präfixen mit dem Komponentennamen und dann habe ich, ja? Das müsstest du manuell machen. Also Joomla würde jetzt halt reingehen, wenn du einen Override erstellst und würde den Komponentennamen weglassen. Du würdest du dann halt einfach verschieben in deinen Unterordner und kannst dann dafür deinen Override erstellen. Und dann halt nur für die Komponente und nicht für global alles. Als nächstes guckt er dann halt in den Komponentenkram. Also man kann dann halt in der Komponente auch das überschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt... Ich schreibe jetzt selber eine Komponente und will Schlagwörter ausgeben. Dann kann ich ja die Ausgabe von Joomla benutzen. Da muss ich ja nicht mehr meinen HTML-Code für die Textgeschichte muss ich ja nicht selber schreiben. Ich muss einfach nur die Parameter übergeben in Params an das Layout-Render-Helperer und dann rendert Joomla für mich das raus, die HTML-Text. Möchte ich aber jetzt zum Beispiel vielleicht doch in meiner Komponente das anders ausgeben, dann kann ich mir in meiner Komponente halt dementsprechend auch einen Override für Icons anlegen lassen. Die dritte Stelle ist halt das standardmäßig, was Joomla halt anlegt, und zwar in dem Template, das ist der letzte Override, den er guckt, ob er da einen Override findet für das. Und wenn er da nicht das findet, nimmt er die Core-Files. Wollt ihr das fotografieren? Okay. Die Präsentation ist aber auch noch online, also kommt gleich noch der Link dann.
Gut. Es gibt noch eine Alternative zu dem JLayout-Helper. Und zwar können wir mit JLayout-File uns eine Instanz erstellen von dem Helper. Und wenn wir uns das hier mal angucken, das ist jetzt auch, sage ich mal, eher was für Programmierer. Also die, das nicht interessiert, die können jetzt den Brain kurz mal abschalten. Und zwar macht man da Folgendes. Wir holen uns oben in Version, holen wir uns eine Instanz von der Joomla-Version, womit wir die Joomla-Version auslesen können. Als nächstes machen wir eine neue Instanz von JLayout-File, haben wieder hier unseren Joomla-Content-Icons. Und an der, wo jetzt Null steht, das ist der Base-Pass. Das heißt, ich könnte, wir hatten ja eben gerade diese vier Ordnerstrukturen, wo er guckt. Ich könnte jetzt hier auch noch einen Pfad übergeben, dann guckt er da auch drin, wo Null drin steht. Das heißt, ich könnte was anderes laden, wo er zuerst guckt. Das kann ich vorschieben. Das mache ich zum Beispiel in einem Plugin, aber das ist sehr programmtechnisch. Wir lassen das jetzt mal auf Null und gucken uns das nächste an. Das Array, also das hier, ist eine Option, die wir Joomla, also dem Layout-File übergeben. Und da drin gibt es wieder einen Parameter, der nennt sich Suffix. Und hier passiert nämlich Folgendes. Ich lasse mir hier mit Version Get Short Name die Joomla-Version ausgeben. In unserem Fall haben wir jetzt, glaube ich, 3.6.2. Das heißt, er würde hier 3.6.2 draus machen. Das hier wäre 3.3.6. Und hier unten, das wäre nur die 3. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Ich kann nämlich nicht nur ein Override erstellen, sondern ich kann auch reingehen in meinem Override-Ordner, den ich angelegt habe, und hinter dem Icon dementsprechend Versionsnummern anhängen. Und dann guckt er dementsprechend, welche Version jetzt gerade ist von Joomla. Welchen Override soll ich da laden? Hat folgenden Grund. In 2.5 musste ich die Icons in meiner Komponente so rausrendern, aber jetzt in 3.6 muss ich die anders rausrendern. Dann könnte ich eben in meinem Override, in meiner Komponente, diese Ordnerstruktur, also die Namensstruktur nehmen und halt dann sagen, okay, Icons J2.5 oder sowas, PHP, würde dann halt in Joomla 2.5 gerendert werden und jetzt brauche ich aber in meiner Komponente andere Icons, dann nehme ich halt diese Namensklausur. Und ja, jetzt sind wir auch schon durch eigentlich mit den Overrides. Wer die Präsentation sich angucken will, das solltet ihr euch abfotografieren. Da findet ihr die Präsentation. Und dann würde ich erstmal mit der Fragerunde weitermachen. Ja. Ja, wenn ich jetzt Update mache jetzt, von Joomla selbst, kann ich da, habe ich irgendeine elegante Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel an der Code-Datei sich was geändert hat, ich kopiert habe, die Änderungen mehr anzugucken? Um ja, weil ich ja möglicherweise die übernehmen will und quasi meine Änderungen nachpflegen möchte. Halt. Da kann man was machen. Das ist eine lustige Frage. Die ist auch nicht ganz unberechtigt. Und zwar, keine Ahnung, eher ein Sicherheitsding oder sowas hat sich geändert in irgendeiner Datei oder irgendein Feature ist hinzugekommen in Artikel PHP. Da gibt es nicht einen Best-Practice-Weg. Und zwar könntest du auf GitHub gucken, welche Dateien haben sich geändert. Also Joomla ist auf GitHub. Kennt jeder GitHub? Sagt dir das was? Okay. Wenn ja ein neues Release gemacht wird, dann gibt es da einen Changelog, wo steht, welche Dateien haben sich geändert in Joomla. Also die Frage, die er jetzt gestellt hat, ich wiederhole das nochmal für ein Mikrofon, ist, wenn ich jetzt einen Override erstellt habe und habe da vielleicht einen kleinen Bereich nur geändert, alles andere ringsherum ist, was aus dem Core kommt. Wenn sich jetzt mit einem Update die Core-Datei ändert, dann möchte ich das ja irgendwie gerne wissen und vielleicht meinen Core-Override, den ich geschrieben habe, nachbessern. Um das festzustellen, ja, wie kriegt man das am besten heraus? Würde ich das halt so machen, dass man ein kleines Skript schreibt auf PHP-Basis oder sowas, was halt guckt, wenn eine neue Joomla-Version rausgekommen ist oder ein Patch, wie unten in der Präsentation gab es ja halt mit 3.6.3, kommt ja jetzt demnächst raus, das sind halt Sicherheitsupdates. Würde ich einmal auf GitHub gucken,
Welche Dateien haben sich geändert, und dann kann man sich vielleicht eine E-Mail oder sowas von dem Skript geben lassen und weiß, okay, man schreibt dann in der Datei, welche Core-Dateien habe ich verändert, gleicht die ab, wurde da eine Änderung gemacht und dann muss man halt das so abgleichen und sich eine Nachricht oder so schicken lassen. Anders hast du keine Möglichkeiten. Also, ich würde mir ja vorstellen, weil man das über die Oberfläche macht, einmal die Definition machen und sagen, ja, vielleicht das mal zum... Das könntest du auch machen, also das ist ja überlassen, wie du das machst, aber du musst halt irgendwo gucken, womit du es vergleichst. Ne? Also, ja. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Ja, eine Frage vielleicht nicht eher ein Hinweis. Gibt es nicht eine offizielle Seite? Es ist ja unheimlich viel Arbeit, so ein Override zu erstellen, beziehungsweise es gibt sehr komplexe. J-Over gibt es, wenn das deine Frage war. Ja. Ja, J-Over wurde von. Oh. Wer, Tim? Wie heißt der nochmal? Sven, ne? Sven, ja. Nee, Sven Schultek meint ihr. Ja, der meinte ich auch. Ja, aber J-Over hat jemand anders ins Leben gerufen. Sven ist später hinzugekommen, mit Vivian, glaube ich, und so. Ich weiß es, muss ich gleich im Glipchat gucken, dann könnte ich das sagen, wie der heißt. Aber ja, es gibt eine offizielle Seite, da kann jeder auch seine Overrides, die er stellt, einreichen und mit Glück werden die dann da publiziert. Die ganze Seite nennt sich jover.org oder .com. Also einfach jover und dann, ich glaube mit Minus oder sowas, j-over. Müsste ich gleich nochmal gucken. Ne? Und da gibt es halt Overrides. Da war noch eine Frage. Beim Template-Umzug, also ein neues Template, einfach diesen New-Ordner kopieren? Den HTML-Ordner, wo deine Overrides drin sind, würde ich dann halt einfach kopieren. Mache ich auch relativ häufig, wenn ich irgendwo ein neues Template erstelle und ich sage, okay, ich habe da irgendwo einen Override erstellt, kopiere ich mir das einfach. Ja? Habe ich jetzt eine Möglichkeit, wenn ich die Overrides irgendwie elegant von mir rauszuziehen? Also sprich, wenn ich jetzt verschiedene YAML-Instanzen habe und mache jetzt Override in einer und die Änderungen, die ich da gemacht habe, will ich auch auf eine andere Instanz verteilen? Muss ich das irgendwie manuell durch Kopieren machen oder gibt es da eine schlaue Variante? Jetzt nicht so fertig, aber du könntest rein theoretisch, das geht jetzt schon eher so ins Deployment, das mache ich halt. Also das ist aber auch wirklich... Krass, das heißt, auf dem Server laufen Git, du hast irgendwo deine Ordner, wo du deine Struktur hast von Joomla und dann symlinkst du deine Dateien rein, aber das geht schon zu stark. Also dann würdest du halt einfach in dein Git-Repo was pushen und GitHub würde dann halt einen Webhook aufrufen bei den ganzen Servern, wo deine ganzen Instanzen liegt, einen Git-Pull machen, also die Änderungen ziehen, die du gemacht hast und würde das dann da rausstreuen. Aber Import-Export? Nein, gibt es nicht. Leider. Also, ja, ich glaube, ja. Könnte ich auch bei, weiß nicht, vielleicht so eine elegante Lösung, bei diesen Modul-Overrides auch Media Queries einbauen? Oder eben, also Media Queries ist ja der Fachbegriff eher für CSS-Geschichten. Mhm. Und um die Frage nochmal wieder zu holen, du wolltest wissen, ob man bei Modulen Overrides erstellen kann, wo man mit Media Queries oder sowas arbeitet. Das heißt, du möchtest Module auf dem Viewport... auf dem Bildschirmbreiten unterschiedlich ausgeben lassen. Genau. Guck dir mal das Prinzip von Adaptive Images an. Und zwar ist das ein, das hat auch jetzt, das geht ja schon wieder in die Programmierrichtung. Du kannst bei dem ersten Load deiner Joomla-Seite, kannst du dir den Viewport deines Bildschirms ausgeben lassen, den lässt du dir per Cookie wegspeichern in dem Browser und dann kannst du auf diesen Cookie, kannst du nachher in einem Modul drauf zugreifen und siehst, okay, da der Viewport, der jetzt die Ausgabe macht, hat, was weiß ich, 1200 Pixel und dann überprüfst du das und gibst halt dann dementsprechend eine andere Datei aus. Das heißt, du müsstest dann meinetwegen, keine Ahnung, News.php machen, in meinem Beispiel, würdest halt die Datei laden und dann hättest du in diesem Modul Unterdateien, was weiß ich, News underscore 1200 oder sowas PHP und in deiner News.php prüfst du einfach, welchen Viewport habe ich und gibst dann halt dementsprechend die Unterdateien aus. Die würdest du dann halt damit rein. Nee, beim Resize zieht es halt nicht. Weil diese Media Queries sind halt CSS-Geschichten. Ne? Aber in dem Fall, wenn du es mit PHP machen würdest, würde ich halt über JavaScript mir den Viewport rausziehen, den einmal abspeichern lassen. Das Problem ist, wenn du das erste Mal lädst, die Seite, dann steht dir der Viewport noch nicht zur Verfügung. Der ist noch nicht in einem Cookie gespeichert. Das passiert erst dann, wenn du weiter surfst. Da war natürlich ein schönes, funktionierendes sogar Komponente, die das macht. Ja. Also da sich selber dran setzen.
Also relativ viel. Du kannst so einen HTXS reinschreiben. Also ich habe da so einen, aber das stimmt schon, es gibt Komponenten. Noch welche Fragen? Gut, ich würde mal ein paar Beispiele zeigen. Und habe ich überhaupt Fragen gezeigt? Ja gut, wer mir Fragen stellen will, das ist mein Twitter-Name, der kann mir da gerne, kann mich gerne antweeten und mir die Fragen dann stellen. Beantworte ich gerne. Und ich zeige euch mal jetzt krasse Beispiele. Also was mit Overrides wirklich machbar ist. Und da geht einiges. Und wie gesagt, also wer mich kennt, ich habe in Nürnberg damals einen Vortrag über Seeblot gehalten. Da habe ich gesagt, okay, Seeblot ist ein CCK. Kennt jeder Seeblot? Weiß jeder, was ein CCK ist? Also da hat man halt, seine Formulare konnte man zusammenstellen, wie man das machen möchte. Und konnte dann sagen, okay, das und das brauche ich. Und in diesem Beispiel hatte ich zum Beispiel eine Immobilienseite gemacht mit Seeblot. Würde ich heute nicht mehr machen, mache ich heute alles mit Joomla, mache ich mit Core-Mitteln. Dafür brauche ich nur ein kleines Plugin, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich zeige jetzt erstmal die Beispiele. Mal kurz das Fenster hier wieder klein machen. So. Und zwar habe ich für Edeka in Hamburg, die wollten eine Produktverwaltung haben. Die wollten ihre ganzen kompletten Produkte, die sie haben, Bier, Essensgeschichten und sowas, wollten die gerne fliegen. Und die Ausgabe, ach, Internet, die, ich muss mal kurz was gucken. Habe ich jetzt die Online-Präsentation, ne? Welche Seite ruft er da auf? Lokal? Ich weiß nicht, ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier habe. Edeka, nee. Old Edeka, Dev, lädt er? Ach Gott, egal. Ich zeige mal kurz ein anderes Beispiel. Und zwar, also wer zum Beispiel, FAQ, kennt jeder ein FAQ? So aufploppen, Titel, Frage, wenn ich draufklicke, kommt die Beschreibung zu dieser Frage, um das zu beantworten. Lässt sich super easy mit der Kategorie Blocklichtansicht realisieren. Und zwar ist immer der Titel von dem Beitrag meine Frage und die Beschreibung, die ich bei dem Beitrag erstelle, ist halt die Antwort. Achso, ich weiß warum. Alles gut, alles gut, alles gut. So. So. Ich gehe mal kurz ins Internet. Ich glaube, das ist einfacher. Ja. Geht so. So, Niemals-Zeilen sollte jetzt hoffentlich auch laufen. Wenn ich jetzt im Internet drin bin und nicht alles surfe. Ja, genau. So, und zwar. Oh, ist ja super, ey. Haben wir so eine schöne, so einen schönen Viewport, dass wir hier so eine Tablet-Auflösung haben. Wie immer. Ich glaube, wenn ich den Bildschirm spiegel, dann rendert er es runter. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch, vielleicht interessiert euch das. Anordnen. Bildschirm synchronisieren. Und schon, nee, den sollst du nicht nehmen. Optimiert für Retina-Display. Hast du das jetzt noch auf deinem Screen drin? Und, okay. Und die sind jetzt gespiegelt, ne? Ihr seht jetzt das, was ich hier auch mache. Okay, super. Ich ziehe mir mal kurz. So. Und so sieht das Ganze aus. So. Folgendes habe ich gemacht. Ich habe, wenn man hier auf das Menü geht, das sind deren ganzen Produkte hier. Und ich bin jetzt halt reingegangen, habe eine Kategorie Blog-Ansicht gemacht. Die Kategorie heißt Neu im Sortiment. Das Bild ist das Kategoriebild. Und das hier unten ist die Kategoriebeschreibung. Die kann ich mir im Kategorie-Blog-Ansicht kann ich die mir ja normal rausrendern lassen. Alles andere, was ihr hier unten seht, die ganzen hier Geschichten hier, das sind Beiträge in der Kategorie Neuem Sortiment. Mit einem Titel, dem Intro-Image, der Artikelbeschreibung und einem Link. Und dann kann ich mir halt in dem
gibt es ja noch einen anderen Image-Tag, zum Beispiel Fullscreen-Image oder sowas. Wie nennt sich das? Nicht Fullscreen, sondern Full-Image? Intro-Image? Full-Article-Image. Genau. Habe ich zum Beispiel gesagt, okay, nimmst du dementsprechend hier die Logos. Und dann ist jetzt ein bisschen JavaScript und sowas drin und jetzt kann ich halt hier raufklicken und er ploppt halt die Geschichten hier auf, scrollt dahin und das ist alles mit Joomla gemacht. Es ist keine Komponente, die wir hier installiert haben, es ist einfach eine Kategorie Blog-Ansicht-Layout, wo ich mir den Artikel ausgeben lasse mit dem Link, dem Intro-Image, der Beschreibung und das da oben, was ihr hier seht, das hier ist dann dementsprechend einfach nur die Kategoriebeschreibung mit dem Kategoriebild. Und das Ganze ist ein Override. Das ist Joomla, was da rauskommt. Also ihr braucht da nicht großartig rumturnen. So, ein anderes Beispiel. Ich hoffe... Wie bitte? Das könnte ich, kann ich nachher... Ja, nee, ich muss gleich auch noch eine andere Präsentation. Das wird wahrscheinlich jetzt auch noch nicht laden, weil die... Ah, ist egal. Gehen wir auf diese Live-Seite hier. Und zwar habe ich für Midwald ein Demo-Template programmiert, was, wenn man bei Midwald jetzt meinetwegen Kunde wird oder was weiß ich und setze ich eine neue Joomla-Seite auf, dann kann man sagen, setze mir die Joomla-Seite clean auf oder benutze, was weiß ich, mein Template. Und wenn er die Joomla-Seite jetzt aufsetzt, dann kriegt er dieses Template. Und dieses Template enthält auch relativ viele Overrides. Da kann man zum Beispiel einmal die ComContact nehmen, sich dein Team damit darstellen, wo man dann halt den Namen hat, die Position, ein Slider ist drin, wenn man mehrere drin hat, man kann dann halt hier so hin und her scrollen, Facebook-Profile und sowas anlegen. Dann habe ich wieder eine Kategorie Blog, das ist das gleiche, was ihr bei Niemals-Zeilen gesehen habt, habe ich genommen, um zum Beispiel so ein kleines Portfolio darzustellen. Wir haben hier oben wieder die Kategorie Beschreibung, den Kategorie Text und Unterkategorien. Retro, Sport und so weiter und so fort. Und das hier unten sind Beiträge in dieser Kategorie. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann haben wir hier so ein JavaScript-Isotop dahinter und können uns dementsprechend sowas anzeigen lassen. Und dann haben wir auch wieder den Fall, vorhin zum Beispiel, wo ich gesagt habe, Subtitle für den Artikel, eine explizite Überschreibung. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann komme ich zu der Referenz, wo ich eine Projektbeschreibung habe und eine Webseite. Und wenn ich darauf gehe, normalerweise sieht das noch ein bisschen anders aus. Da gibt es noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob die alle Daten hier gefüllt haben. Normalerweise kann man hier auch noch so Slider, so mehrere Bilder reinladen. Titel, was ist ich, was ist der Kunde, welche Kategorie ist das, wann wurde das Projekt zum Beispiel veröffentlicht, wie ist die Projektwebseite. Das ist Standard Joomla, was da rauskommt. Einfach nur ein Override, man muss ein bisschen JavaScript können, HTML-Code, fertig. Dann haben wir halt hier den FAQ-Bereich, hatte ich auch nochmal gezeigt, auch Kategorie Blog. Andere Art, kann dann halt dementsprechend hier meine Fragen ausgeben lassen. Ja, das ist so mit Overrides, habe ich noch ein Beispiel irgendwie. Ja, ich habe hier noch so ein anderes Projekt mal gemacht, relativ groß, Hundeklick. Da habe ich zum Beispiel mit JLayouts diese Social-Media-Buttons generiert, die ich an verschiedenen Stellen brauche. Dann so ein Spruchdings, dann haben wir auch ein Override für Videos, wo ich ein Video lade. Ich weiß nicht, ist das schon online, Joomla Day? Genau, ich habe für Joomla Day, es geht demnächst online, ein Override erstellt, wo unsere ganzen YouTube-Videos angezeigt werden auf der Webseite. Da haben wir eine Kategorie, was ist ich, Joomla Day 2015 und dann sieht man da alle Videos an und kann man sich die auf der Webseite angucken. Und da geht man halt einfach rein, nimmt, was ist ich, Link A, packt da die YouTube-ID rein und im Frontend rendere ich halt einfach den YouTube-Player raus. Also man kann mit Joomla, mit den Bordmitteln richtig viel machen. Fertig. Ich auch. Zum Schluss nochmal ein kleines Dankeschön an David, der hat nämlich fast die gleiche Präsentation in Köln gehalten und ja, das nochmal zum Schlusswort.
Ja, Build Credits, wer das interessiert hier, wo diese schönen Bilder her sind. Super. Danke.